So, Daniel Garnier. Ist einfach, Loyalty ist am Arsch, sie verlässt uns allerdings nicht. Tja, und wir haben ein Dilemma. Wir müssen einen Verfassungsrichter, ist glaube ich die ist glaube ich die richtige Übersetzung. Einer unserer meist respektierten Richter ist gestorben. Wir müssen nun einen Kandidaten nominieren. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder Edgar Lopez, ein harter Supporter von Menschenrechten und macht einschlägige Urteile für individuelle Rechte und Liberalismus. Er ist stark pro Verbraucher, pro Verbraucher und ist nicht scheut nicht davor zurück, sich mit großen Unternehmungen anzulegen. Oder Alice Reed, die ist stark gegen Gewaltverbrechen, äußert sich stark gegen, sorgt für hohe Freiheitsstrafen und harte Urteile und geht stark gegen Diebe, Verbrecher und Ladendiebstähle vor. Da würde ich doch Edgar Lopez, das passt viel besser zu Frankreich. Ich finde auch, dass Edgar Lopez irgendwie gut passen würde. Auf der anderen Seite würde uns natürlich sie bei so Patrioten und allen, die irgendwie sagen, dass wir grundsätzlich nicht hart genug durchgreifen bei dem, was wir so tun, da würde sie natürlich gut ankommen. Hm. Aber schlussendlich würde ich auch vom Gefühl her eher auf ihn gehen. Ja, dann würde ich das jetzt machen. So, Sozialisten, Liberale und Gewerkschafter finden das alle gut. Kein negativer Auswirkung. Das ist schon mal sehr schön und überrascht mich tatsächlich ein klein wenig. So, unser Defizit ist ein klein wenig gesunken. Unser GDP geht runter, genau wie die Weltwirtschaft auch runtergeht. Unsere Ausgaben sind gesunken. Ja, wir sind aber immer noch defizitär. Probleme, Exodus ist immer noch, haben wir gefühlt nichts gemacht, die nicht kompetitive Wirtschaft geht ein kleines Stück runter, Dr. Strike immer noch weiterhin hoch. Ach, die Asthma-Epidemie ist vorbei, wenn wir diese Runde aufhören, und die Rail-Strikes, ja, wir haben nur 12, genau, wir wollten die privatisieren, wir brauchen dafür 14. Dann können wir auch direkt in die nächste Runde gehen, von mir aus. Machen wir in der nächsten Runde mehr als nur Bahn verkaufen. Sondern, Tim. Skippen das jetzt einfach. Alles klar. Machen wir. Oh nein. Nein. Credit Rating ist wieder runtergestuft worden. Wir sind total schnell in der. Okay, ja. Bahn verkaufen. Die Asthma-Epidemie ist vorbei und Situation imminent, die überfüllten Krankenhäuser. Okay, kein Dilemma. Ja, also. Bahn 8,5 Milliarden. Mehr nicht. Mhm. Aber wir sind in Railstrike los. Ja, aber genau, wir sind im Railstrike und diese dauerhaften Ausgaben haben wir dann halt nicht. Ja, so, Bahn ist privatisiert. Unser Defizit ist bei 5, weil, ja, Credit Rating ist hoch. Shit. So, dann, was haben wir hier? Wir geben 4 Milliarden aus für Kindergeld im Prinzip. Mhm. Ich befürchte, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als das ein Stück runterzunehmen. Also ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Ja. So, von 4,1 auf 3,3 ist nicht so wirklich viel Impact, aber wir sparen halt 800 Millionen. Wenn du es auf 3 einsetzt, wie sieht denn das dann aus? Dann haben wir so 1 Milliarde als. Dann geben wir direkt mehr politisches Kapital aus. So, ich
Dann lass justiere das so an der Grenze. Ja. Okay. Dann hier haben wir die Arbeitslosenunterstützung. Werden 2,7. Also auch da wird uns wenig anderes übrig bleiben, als die runterzunehmen. Ja, aber es bringt das sehr teuer für politisches Kapital. Vom politischen Kapitalstandpunkt aus. Auch klar. Es ist ja auch hier wieder mein Kritikpunkt, dass in dem Spiel augenscheinlich davon ausgegangen wird, dass die Arbeitslosenunterstützung und Arbeitslosigkeit in dem Verhältnis stehen, dass wenn es Arbeitslosenunterstützung gibt, dass dann auch mehr Leute arbeitslos sind. Ja. Aber gut, so ist. Ja, aber ich würde da nicht rangehen, weil ich glaube, wir finden eher noch einen anderen Hebel. Etwas, wo ich auch ungerne, ne, das kostet uns nichts. Die Mutterschutz. Da nicht dran gehen, aber tja. Was haben wir denn noch so an Subventionsprogrammen, die irgendwie gerade laufen? Mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, hier den Überblick zu bewahren. Wir können mal hier drauf gehen und Finances gucken. Okay, die Steuern überwiegen dann einfach halt. Krass. Pensionen, Kindergeld, die Zuschüsse für Behinderte sind hoch. Von 6 auf 4,5 würde ich die absenken wollen. Ja. Ist nicht wirklich viel Impact und kostet nur 4 politisches Kapital. Ja. Horsti fragt auch gerade, warum wir gerade die Wirtschaft nicht fördern. Völlig richtige Frage, ist auch ein bisschen kontra zu dem, was wir sonst immer gemacht haben. Wir haben einfach das Problem, dass uns so schnell die Zinszahlungen gerade wieder um die Ohren geflogen sind für die Schulden. Das war am Anfang alles relativ wenig, aber durch die Erhöhungen ging das gerade so schnell, dass wir auf einmal irgendwie bei 50 Milliarden Defizit pro Runde sind. Und das ist einfach super schwierig gerade zu investieren. Also versuchen wir gerade an so vielen Stellschrauben wie möglich jetzt erstmal Geld einzusparen, um das dann in einem halbwegs vernünftigen Schritt wieder zu reinvestieren. Und ich bin jetzt zum Beispiel am Überlegen, ob man nicht das Smart-Meter-Programm nimmt, das abschafft und dafür dann die ländlichen Entwicklungsgeschichten macht. Könnten wir für 3 tatsächlich abschaffen, ja. Weil die Einzigen, die davon profitieren, ich wüsste jetzt gerade nicht, wer davon groß profitiert, wenn wir es mal so. Ja. Okay, sparen wir uns das Geld. Und dann würde ich das Geld nehmen in Teilen und nochmal gucken in diese ländlichen Entwicklungsgeschichten. Es ist halt in dem Land, in dem wir jetzt gerade spielen, ist super viel subventioniert. Also alles ist irgendwie von uns als Staat abhängig oder sehr viel. Und je schlechter wir hier noch hantieren können, desto schwieriger wird es. Ja. Ist ein bisschen anstrengend, nicht? Ja, okay, nächste Runde. Wir haben nur noch 1. Das heißt, nächste Runde die Förderung des ländlichen Raumes. Oh, und ein Minister ist weg. Tja. Gut, wer ist denn gegangen? Setzen. Law and Order ist gegangen. Da können wir dann mal jemand anderes hinsetzen. Loyalty ist direkt ausgewählt. Wir haben Gerard Guyard. Kapitalisten und Selbstständige. Oder ähnliche, bisschen weniger, Jugend und mittlere Einkommen. Mittlere Einkommen ist halt genauso schwierig wie Kapitalisten. Das wird uns, vielleicht fahren wir mit Gewerkschaftern und Sozialisten besser. Sebastian Garnier. Bei unserem Sparkurs, den wir gerade fahren, bin ich mir nicht sicher, ob die Gewerkschafter und Sozialisten da gerade die passenden Partner wären. Ich
bin gerade eher für die Frau, für die Hermine Mercier. Jugend- und mittlere Einkommen. Aber wir sehen bei mittleren Einkommen niemals Land, fürchte ich. Aber bei Jugend schon. Das stimmt. Und das, also das Kapitalisten und Selbstständige, finde ich auch, haben wir in letzter Zeit auch einige Sachen gemacht, die funktionieren. Bei den Gewerkschaften und Sozialisten, wir fahren halt gerade viele krasse Programme, die zu Verstaatlichung und Einsparungen und so führen. Und dafür ist mir die Person zu unerfahren im Campaigning und generell. Okay, ja, dann, das ist richtig. Hier, die ist mit Campaigning. Okay, dann mit der Experience. Ja, finde ich gut. Dann nehmen wir sie. Okay, haben wir wieder ein bisschen mehr. Das ist schön. Mhm. So, dann, Olympic Host. So, ich nehme erstmal einen Schluck Wasser. Danke, Horsi, für die Kanalpunkte. Wassermarsch. So. Und das Strecken und die Physik, da kommen wir gleich zu. So, wir hosten, also wir sind Ausrichter der Olympischen Spiele. Und ja, wir werden die Olympischen Spiele ausrichten. Das gibt uns Außenbeziehungen plus 10 und Tourismus plus 21. Das ist großartig. Das kann uns jetzt gerade nur helfen, glaube ich. Situation. Ja. Ach, nicht schon wieder. Naja. Ich meine, wir laufen drauf zu, oder? Also. Ja. Ist noch kurz davor, aber nächste Runde haben wir sie dann. Das wird uns aber wahrscheinlich Emergency Powers bringen. Was uns beim Sparen helfen wird. Wir werden die sofort zum Sparen benutzen. Wir müssen jetzt weiter den Sparkurs fahren. Und was ist in den Nachrichten? Ja, das ist hier die Junk Food Tax. We cannot stay in business with Junk Food Tax. Ja, genau. Der Süßigkeiten verarbeitende Betrieb hat ein Problem mit der Junk Food Tax, aber an der Stelle, man kann auch Süßigkeiten machen. Und Wege finden, dass sie nicht so vollgestopft mit Zucker und Fett sind. Ja, okay. Das ist das, was wir haben. Wir haben 12. Ich fürchte, dass... Genau. Aber wir haben unser Rundendefizit gerade um 8 Milliarden gesenkt. Das ist schon mal echt gut. Ja. Ich suche mal gerade. Ich sehe gerade die... Genau, die ländliche Förderung. Da ist sie. 13. Ach Mist. Wir haben 12. Okay, dann lass uns mit den 12 nochmal auf die Steuern gucken und dann in der nächsten Runde die ländliche Entwicklung machen. Also das wäre eine Variante, die Free-Cash-Flyer-Text zu nehmen. Ja. Vielleicht sogar die einfachste. Die kostet uns allerdings 12. Mal gucken, wie viel wir nächste Runde kriegen. Wir kriegen 13. Das heißt also, wir können jetzt Frequent Flyer Tags einführen. Und dann nächste Runde die Förderung des ländlichen Raumes. Mhm. Dann? So, wo nehmen wir die hin? Da so? Ja. Ja. Okay. So, Rail Strike ist vorbei, weil wir haben das verkauft. Eine Nachricht von einem Minister, der möchte gerne die Cyberbullying Awareness Campaign einführen. Die kostet 2, können wir uns gerade nicht leisten. Da er uns wahrscheinlich über kurz oder lang verlassen wird, würde ich vorschlagen, dass wir uns um den anderen Bereich kümmern, den wir machen wollten und ihn dann im Zweifelsfall auch gehen lassen. Ja, genau. Da müssen wir ihn nicht rausschmeißen. So, und jetzt haben wir noch ein Dilemma. Public Land Law. Viel Land in unserem Land ist Privatbesitz und es geht darum, dass es quasi
Wanderern und Touristen und so weiter und so fort, dass die nicht die schöne Landschaft genießen können. Es geht jetzt darum, dass wir das Gesetz, es einen Gesetzesvorschlag gibt und wir können entweder dieses Gesetz blockieren, was halt sagt, privates Land ist privates Land und wir können nicht das ist die Basis, auf der wir operieren. Oder wir können sagen, ja, es gibt so viel ungenutztes privates Land, warum sollen da nicht Leute auch mal drüber gehen dürfen? Also, da wir in Frankreich in unserer super egalitären Gesellschaftsidee verharren, bin ich für Support the Law. Ja, ich auch. Farmers finden es richtig doof, aber wir werden was für die Farmer tun. Gleich. Im Chat steht auch, ich dachte, man darf sportliche Großveranstaltungen nur machen, wenn man fragwürdig mit den Menschenrechten umgeht. Horsti, so scheint es, ja. So ist im Moment der Trend. Weiß noch nicht, ob das in dem Spiel schon angekommen ist, aber ich würde das unterstützen, dass da durchaus Sinn hintersteckt. Unsere Popularität ist, glaube ich, gerade wieder hochgegangen. Ja, die geht hoch. Wir kürzen Sozialleistungen, unsere Popularität geht hoch. Aber das war auch das Ereignis, ne? Ich denke. Ja, ein bisschen das Ereignis. Okay, was wollten wir? Achso, Frequent Flyer Tags. Nee. Die hatten wir schon, wir wollten die ländlichen Räume entwickeln. Die ländlichen, wo hatte ich das noch? Ich glaube bei Economy. Ja, bei Economy, da sind sie. Implement und tja, auf 1.5? Lass uns mal kurz auf das Bruttoinlandsprodukt gucken, wie das sich entwickelt. Und wie es momentan aussieht. Plus 2,45%. Ich würde nämlich von den Grundausgaben gar nicht großartig nach oben gehen wollen. Okay. Ehrlich gesagt, ich finde es 1,4 schon gut, wenn wir eh so ein bisschen auf das Geld achten müssen. Ja. Ja, ja. Das ist super. Großartig. Dann haben wir die eingeführt und haben nur noch eins. Das heißt, wir müssen nächste Runde machen. Ja. Wie lange haben wir es noch bis zur Wahl? Noch 7 Runden bis zur Wahl. Unsere Umfragewerte sind hoch. Wie ist das Defizit? Die könnten uns jetzt langsam mal wieder runterstufen. Die Weltwirtschaft geht gerade gewaltig runter und wir sehen zu, dass wir unser Defizit irgendwie in den Griff kriegen, aber ja. Ja, nächste Runde. Ja. Ich bin sehr gespannt. So, eine Nachricht von unserer Ministerin, die hat wirklich keinen Bock mehr. Die sagt, ich habe langsam keinen Bock mehr, aber schlägt uns kein Gesetz vor. Situation imminent. Die Krise mit den Schulden ist gerade nicht mehr gekommen. Gott sei Dank. Überbelegung von Krankenhäusern ist imminent. Und jetzt haben wir hier die religiösen Symbole in der Schule. Es gibt Druck, dass wir ein Gesetz einführen, das religiöse Symbole in der Schule verbietet. Das würde bedeuten unter anderem auch, dass Hijab bei weiblichen Musliminnen nicht getragen werden können und auch kein Kreuz bei christlichen Studenten, christlichen SchülerInnen. Wir können das einführen oder wir können das zurückweisen. Wir haben gerade einen sehr schlechten Stand bei den Religiösen in unserem Spiel. Ja. Was interessant ist, dass das Spiel nicht sagt, wen sie genau meinen mit religiös. Genau. Also das ist eher die große Gruppe von Menschen, die augenscheinlich an irgendeine Form von Gott glauben. Wir haben eine egalitäre Gesellschaft, insofern müssen wir auch hier wieder auf Reject the Ban gehen. Ja. Bin ich auch für und das wird auch den Religiösen gefallen. Liberale finden es nicht gut, die Religiösen finden es gut. Plus 3%, nicht schlecht. Okay. So.
Popularität geht weiter nach oben. Das ist schon mal schön. Tja, die Weltwirtschaft geht weiter nach unten. Und unser Credit Rating ist halt wirklich scheiße. Ja, wir müssen weiter sparen, um das Ruder hier nochmal rumzureißen. Horst, die fragt auch gerade, ob wir langsam Extremisten haben. Ich glaube, dass ich auf dieser Begrüßungskarte gesehen habe, dass es wohl eine moderate Bedrohungslage gibt. Angels of Heavenly Justice. Aber unsere Sicherheits-Efficiency ist pur. Also, es gibt extremistische Gruppen bei den Religiösen und für die haben wir gerade was getan. Und Multicultural Warriors, ich nehme an, bei den ethnischen Minderheiten. Wir haben halt gar kein Geld, was wir großartig in die Geheimdienste stecken könnten. Also wir können jetzt noch mal gucken, ob wir so Korruption oder irgendwas als Problem haben und dass wir dort noch mal mit staatlichen Institutionen rangehen können. Wir haben bereits die Anti-Corruption Agency. Das heißt, Korruption sind wir sehr, sehr niedrig. Korruption ist super. Wie sieht's eigentlich mit dem... die Außenbeziehungen sind hochgegangen. Das ist sehr, sehr toll. Die Einwanderung... Nee, ja doch. Einwanderung ist auf einem mittleren Niveau. Außenhandel steigt. International Trade, das ist super. Die ethnischen Spannungen sind ganz runtergegangen. Das ist großartig. Investment aus dem Ausland steigt, geht hoch. Hilfe aus dem Ausland haben wir keine. Und Auswanderung ist ein bisschen, ist jetzt nicht so schlimm. Das ist ja cool. Wie sieht's mit CO2 aus? Ist das wieder gestiegen? Nee, ist immer noch auf null. Da könnten wir tatsächlich noch mal ein paar Sachen. Ich denke auch, also wenn es jetzt hier gerade so gut läuft, wir können es ja immer noch wieder einführen. Ja. Dass wir hier einfach mal gucken, was wir wirklich nicht brauchen. Weil unser wir haben es geschafft, dass unser Defizit pro Runde ein bisschen niedriger wird, aber wir müssen da noch mehr reingehen. Wir können ja mal bei den Ausgaben gucken. Ja, wir sind bei 28% für die Zinsen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das heißt, wollen wir jetzt noch einen größeren Sparkurs anstoßen oder wollen wir versuchen, mal unsere hier die wilden Problemchen, Corporate Exodus, müssten mal diese Sachen alle durchgehen und die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft? Ja, ich denke, die Produktivität wird es werden. Da werden wir auch ein paar Sachen machen, die werden den GewerkschafterInnen nicht gefallen. Bin ich mir sicher. Ja. Okay, Alkoholkonsum ist ein krasser Faktor. Das heißt, wir könnten einfach mal die Alkoholsteuer hochziehen. Mhm. 2%. Hallo? Ja, die können wir, glaube ich, noch hochziehen. So, wohin ist die Frage? So oder in diesen hohen Bereich? Ja, wir haben halt, Alkohol ist gerade schon ein Problem für uns. Ja. Ich würde sie aus dem Grunde mindestens auf so eine 35 packen. Also. Dann hätten wir genau. Ja, dann würde ich aber vielleicht sogar Richtung so gehen. Damit wir das politische Kapital ausreizen lassen. Ja. Naja, ausreizen nicht, aber damit sich das Lohn vom Income, das wird ja wieder runtergehen, weil das auf den Alkoholkonsum sich auswirkt, aber auf der anderen Seite die Produktivität steigern wird. Ja. So, das ist jetzt teuer für 10 politisches Kapital, aber so ist es nun mal. So, und jetzt könnten wir gucken, ob wir entweder in die nächste Runde gehen oder ob wir noch irgend so ein kleines irgendwas machen können für jemanden, der uns gerade nicht so mag.
Wer mag uns? Irgendwas, was auch für die Wirtschaft was bringt. Ja, die mittleren Einkommen. Wir könnten was, weil die wir könnten mal gucken, was die Religiösen. Ach, das ist aber. Naja, nee, da ist ja. Würde dann eher irgendwie sowas machen wie Economy und dann National Business Council für zwei politisches Kapital, weil es den Kapitalisten gefällt. Aber es sollte auch, es gibt dem GDP einen Boost und es sollte unserer Wirtschaft gut tun. Das finde ich gut. Und da würde ich irgendwie dahin gehen. Ja. Das ist noch eine überschaubare Größe. 1,7% GDP. Und jetzt würde ich nochmal. Nee, da war das nicht. Hier. Labor Laws. Nee, da brauchen wir. Für Lower brauchen wir 6. Ich würde hier tatsächlich nochmal reingehen und. Eventuell auf Balanced gehen. So weit, dass wir irgendwie Dr. Strike und Corporation Exodus irgendwie habhaft werden. Ja. Also so nächste Runde. Gerne. Oh. Nach einem internationalen Gerichtsurteil eine signifikante Stück Land, das historisch von jemand anderen habe gerade Schwierigkeiten, das zu übersetzen. Haben kurz. Anspruch auf, aber mach du gerne. Ich würde es einfach kurz fassen und würde sagen, dass ein jetzt kriege ich es auch nicht hin, auch geil. Das auf kommunaler Ebene würde es heißen eingemeindet. Was heißt das denn auf internationaler Ebene? Das kriege ich auch nicht mehr hin. Na, es annektiert, keine Ahnung. Oder ne, der internationale Anspruch wurde endlich geregelt und es gibt. Bestätigt, okay. Unser Anspruch auf ein bestimmtes Stück Land wurde bestätigt. Patrioten finden es großartig. Na toll. Also ja, schön. Ja, gut. Ja, Situation imminent. Ach, jetzt sind wir in einer Schuldenkrise. Und Schlagzeilen. Was Positives. Ich kann der Regierung nicht genug danken. Sie haben wortwörtlich das Leben meines Ehegatten gerettet. Ich wähle für Siècle des Lumières so lange, bis ich sterbe, weil wir haben die Gesetzgebung der Organspende. Das ist großartig. Mal was Positives. Das ist doch schön. Ja. Okay. Und 17. Achso, wir haben 3 überbehalten. Genau. So, Defizit. Die Weltwirtschaft erholt sich wieder. Unser GDP geht leicht hoch. Popularität steigt an. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist wieder gestiegen. Unternehmensexodus. Ich hatte gesagt, Labor Laws, wo würde ich nochmal anfassen. Und zwar tatsächlich hierhin. Ja. Wir müssen das irgendwie. Also ich gehe davon aus, dass uns das in Frankreich um die Ohren fliegt, bin aber auf dieses Experiment gespannt und glaube auch, dass wir ansonsten das überhaupt nicht in den Griff bekommen. Ja, wir müssen eins von den beiden loswerden und ich sehe nicht, wie wir das hier loswerden. Ich glaube, wir können den Corporate Exodus irgendwie aufhalten. Das hat halt. Ja, wir können nicht die Steuern noch weiter abschaffen. Wir könnten halt nochmal in die. Wir könnten nochmal in die CO2-Steuer gehen und die so weit runtersetzen, dass unser GDP auch nochmal hochkommt. Weil wir haben im Moment immer noch 0 CO2-Emissionen. Ja, aber wir sollten die Steuer nicht abschaffen. Ja. Das kostet uns einfach zu viel, sie wieder einzuführen. Ja.
So, was haben wir hier noch? Carbon Tax, Automation Tax, okay, die haben wir eingeführt. Maternity Leave, Minimum Wage, Payroll Tax. Wir müssen die Produktivität erhöhen. Da sind wir bei mit dem Alkohol. Der geht nur langsam runter. Die Alkohol-Tax dauert noch ein bisschen. Na gut, wir könnten jetzt, wenn wir unternehmerfreundlich werden, auf die Idee kommen, die Löhne runterzusetzen. Wir könnten das Rentenalter uns mal anschauen, wie alt die Leute denn eigentlich sind und wie das so funktioniert. 65, okay. 65 könnt senken und das senkt die Produktivität. Genau, also wenn, dann müssten wir es eher anheben. Brauchen wir für ein Jahr, brauchen wir, oder für zwei, brauchen wir 8. Wir haben nur noch 2. Ja, dann lass uns doch gleich in die nächste Runde gehen. Und heben das Rentenalter an? Nee, gar nicht. Ich will es noch gar nicht eigentlich. Ich will das mit die nächste Runde nehmen, damit wir so ein bisschen... Ja genau, wir kriegen ja jetzt wahrscheinlich die Emergency Powers.